Willkommen zurück, liebe Freunde, zum FM17. Was geht ab bei euch? Grauer ist am Mic und wir machen hier den Strike. Nein, hier wird nicht gereimt und auch keine Scheiße gelabert. Es geht hier voll ab. Grauer ist hier mit den Lausitzern am Start. Halt doch die Fresse. Unschieden haben wir gemacht. Zwei Stück hintereinander. Jetzt muss gegen Paderborn eigentlich mal wieder ein Sieg her. Aber, abwarten. So, Kommentare zählen hier an erster Stelle wieder. Vor allem, wenn du aufsteigen solltest, würde ich an deiner Stelle den Daniel Gomez holen. Das können wir machen. Das ist ein geiler Typ, der hat einen geilen Torriecher und Lotte steigt wohl ab, ne? So wie es aussieht, wenn wir Pech, also wenn sie Pech haben. Gucken wir mal. Ja, oder die retten sich noch. Man weiß das nicht, ne? Also, ich würde sagen, nehmen wir jetzt mal ins Blickfeld. Da kann ruhig einer von uns sauer sein. Aber wir nehmen ihn einfach mal auf. Gucken wir mal. Warum soll Nils Petersen unrealistisch sein? Ja, das habe ich ja schon mal erklärt. Viele von euch haben gesagt, also ein paar, besser gesagt, das wäre ein bisschen unrealistisch, wenn wir dann in der zweiten Liga sind, ne? Sieht die Sache wieder anders aus. Pedersen ist ein Ex-Cottbusser. Der ist im besten Alter hier mit einer 30. Also mit 30 Jahren, meine ich. Und was auf eine 70, Mediengewand. Den haben wir damals gehabt. Der war auch richtig geil. Bayern war wohl der falsche Weg. Aber ist egal. Muss jeder selber wissen. Ich finde, bei Cottbus hat er sich am besten etabliert, wie das heißt. Oder bei Freiburg, da hat er mir auch gefallen. Ne? Also müssen wir mal schauen. Das können wir nie im Leben stemmen erstmal. Vielleicht kommt er irgendwann mal zurück, der verlorene Sohn. Man weiß es nicht. So, Gebisser wäre eine Verstärkung, das ist richtig. Müssen wir mal schauen. Marvin Höhner. Marvel, habt ihr gehört? Marvel Höhner. Marvin Höhner. Das war, glaube ich, ein Leerzeichen zu viel. Ja, den gibt's nicht. Wo spielt denn der? Höhner. Ne, gibt's bei mir leider nicht. Super Part und kein Problem in den Trainingsszenen, alles klar, Jason. Kann man, ja, so vom Mondorf. Deswegen habe ich erstmal so überlegt, was das ist. Ist ja ein Verein aus Luxemburg. Ich soll mir den Scanzano, denke ich mal, holen. Naja, hier. Aber was soll ich denn mit ihm? Der wird mir gar nicht weiterhelfen. Der hat zwar eine geile Schuss. Der hat zwar gute Werte hier für einen Stürmer. Das ist nicht schlecht. Die Werte sind nicht schlecht. Aber was meint ihr? So, ja, Torhymne werde ich alles noch machen. Werde ich noch neu einstellen. Wahrscheinlich erst zur neuen Saison. Aber mal sehen. Dann André Drelux schreibt von Gebisser. Der ist in seiner Karriere richtig abgegangen. Ja, mal sehen, ob wir den überhaupt holen können. Müssen wir mal ein bisschen schauen. Und Benjamin Harnisch, du bist noch auf der Liste. Kein Problem. Ja. Kriegen wir alles hin. Dauert nur etwas länger alles. So. Ja, Jugendmannschaft. Schnell mal reinglotzen hier. Ronny, der braucht da mal wieder. Was hat er gesagt? Ein bisschen Stoff. Hier vom Trainer. Ist nicht, was ihr denkt. So, ich denke mal, das wird wieder reichen. Nein, es reicht nicht, Trainer. Ich brauche was Neues. Ich brauche eine Abwechslung. Alles klar, dann übst du jetzt einen Zweikampf ein bisschen. Gut. So, hier mal rein kurz, ganz schnell, chillig. So, gucken wir mal nach, ob er jetzt jemand anders hier vertragen kann. Wenn nicht, dann passt das. Okay, alles klar, gar keinen mehr. So, raus. Super. Der spielt ja eigentlich rechten Verteidiger, ne? Und der ist auch gar nicht so schlecht. 51 mit einer 18. Also ist diese Jugendspieler im Moment, ich weiß nicht. Müssen wir schauen. Hier, Leo Stief auch schon wieder. Haben wir den letzten Part erstmal jemanden verpasst. So, Basso macht das. Ja, mit der Infrastruktur wie gehabt, da ist auch nichts weiterhin passiert. Können wir noch kein Geld verschieben. Und ich würde sagen, das werden wir auf Gehalt und Transfers noch ein bisschen verteilen bei Wallner und Gebisser. Bei Gebisser würde ich schon gerne noch ein bisschen hier das auslasten. Weil das ist kein schlechter, den kann man sich ruhig mal gönnen, den Jungen. Ja, würde ich schon mal ein bisschen mehr reingehen. Ja, und bei Wallner müssen wir jetzt sehen, was daraus wird, ne? Also erstmal hier Pedersen. Tschüss erstmal so ein bisschen und dann ist das alles insgesamt so eine Sache. Und deswegen gucken wir uns nochmal das Team jetzt erstmal an. Schlüter, was meint ihr zu Schlüter? Ihr habt ja mal gesagt, vier Talentsterne ist gar nichts. Für die zweite vor allen Dingen nicht. Und so, ja. Kann er denn nicht, weiß nicht, im Backup sein oder was? Könnt ihr damit, nee, gar nicht, ne? Also sollen wir den Vertrag auslaufen lassen. Dann machen wir das. Was ist mit Richie Weil? Da müssen wir auch sehen, was wir machen. Mattes ist 19, hat auch leider nur die 61 hier. 62.
Er ist nicht schlecht, keine Frage. Sollte auch mehr spielen, aber funktioniert nicht so ganz, ne? Adrian Will muss sich auch noch ein paar Einsätze geben, noch zwei. Dann habe ich mindestens 5 Einsätze gegeben, da wird er sich freuen. Baba geht natürlich weiterhin durch die Decke. Wir können mal gucken, 166 Points gemacht diese Saison. 38 Spiele, super Typ, ne? Super. Gut, also hier ein bisschen formschwach, die Jungs, aber wir gehen jetzt rein ins Getümmel gegen Paderborn. Ihr wisst ja, was ich meine, ne? Also, Textmodus wie gehabt, wie immer. Warum sage ich das eigentlich immer? Schnauze. Wir gehen da jetzt rein und wir sagen, ja, wir sagen nochmal, heute wird kein Zweikampf aus dem Weg gegangen. Sagen wir mal was anderes. Komm. Da war das Lied wieder. Ich höre das irgendwie so gern. Ich weiß nicht warum. Das gibt mir irgendwie was wieder. Thomas Dedekind. Dedekind ist der Schiedsrichter, ist Weltklasse. Ist ein guter Mann, der sich nicht zu Schulden lassen hat in den letzten Zeiten. Hier so Schachten. Erstmal in der ersten Minute da eine gelbe Karte. Kann man in der ersten Minute eine gelbe Karte kriegen oder sonstiges, aber das kann schnell passieren. Jetzt erstmal Paderborn. Verwirrung im Strafraum. Keiner schlägt den Ball weg. Shiplock nimmt sich die Kugel, zieht ab. Spalch ist aber zur Stelle. Macht sich da nichts draus. Er hält. Schön. Der Sonntag neigte sich dem Ende. Wir haben ja jetzt offiziell schon Montag. Wenn ihr das Video seht, sowieso. 5.30 Uhr, wie immer, jeden Tag. Die Paderborner wegen etwas frischer. Ja, kann man dazu sagen? Nö, kann man nicht sagen. Von der Fitness her? Naja, ein paar Pünktchen da. Ne? Man muss immer so sehen. Man kann nicht immer vorausplanen. Das kann man einfach nicht. Jetzt erstmal wir. Nimmt sie bedient Neumann. Doch, der steht im Abseits. Warum machst du das, Lenny? Darfst du doch nicht. Hab ich dir doch beigebracht. Mal so ein bisschen drauf gehen. Mal gucken, so ein bisschen Druck machen. Na, Wodka will links steil geschickt. Will am Balogun vorbeigehen. Bleibt hängen. Aber er setzt nach. Holt sich den Ball wieder. Spielt flach in die Mitte. Neumann kommt zum Schuss. Steppe taucht in die Ecke, kann den Ball noch in den Pfosten drehen. Also, jetzt die ganzen Augen hier von den Fans. Die haben jetzt alle nur noch was mit Starzev zu tun, denn der wird die Ecke bringen. Er hat den goldenen Fuß. Ita will die Ecke klären. Trifft die eine Latte des Tores. Holovina legt sich quer in die Luft. Nimmt den Ball, Volley, komm, mach ihn, Junge. Steppe ist chancenlos. Da ist es. Holovnia macht's. Supergeil. 1-0 für Energie Cottbus. Wichtiges Tor. Von mir aus ein Nachlegen. Wieder Starzev. Auf den Elferpunkt. Steppe verlässt sie da nicht auf den Verteidiger. Kommt er raus. Und pflückt das Leder. Okay. Der Torwart ist hier sein eigener Herr. Er verlässt sich auf gar keinen. Er macht's einfach selbst. Egal. Druck machen. Weiterhin. Riesenchance jetzt für uns. Türkischer 20 Meter Aufsetzer von Neumann. Steppe packt zu. Dafür eine Riesenchance? Also bitte. Da hätten sich die A-Mitarbeiter mal vom Bright Future ein bisschen mehr ausdenken sollen. Na, Wodka läuft ja links frei, flaggt zu Neumann. Doch Steppe kommt aus dem Tor und pflückt den Ball. Hier, Kenny Steppe. Das war vor Jahren im FM mal so ein richtiges Riesentalent gewesen. Aus Belgien ist er. Nächste Chance für mein Team. Haut nochmal richtig einen raus jetzt. Schöne Kombination. Holovnia zieht ab und trifft. Abseits wetten. Ja, war klar. 18 Meter Schuss wird abgefälscht übers Tor hinweg. Auch dieses Mal kein Törchen. Gehen behutsam mit 1-0 in die Halbzeit, würde ich jetzt mal sagen. Ja, es ist so. Und deswegen ist es gut. So. Können wir ein bisschen schauen hier. Wenn denn endlich mal Halbzeit ist. Kuckuck, jawohl. Halbzeitansprachen, das war super. Von der Frische her schwächelt nur Starzev ein bisschen. Und hier, der defensive Mann hier. Und ich würde auch sagen, Nimci. So. Mal ein bisschen da was rausklatschen. Guckt euch mal das hier an. Ich achte eigentlich ganz selten hier drauf. Und auch das hier, Halbzeit an Spielergespräche, wenn man das immer so sieht, ja.
Ganz selten schaut man hier auch mal hier drauf. Stimmung in der Kabine. Ihre Spieler wirken konzentrierter. Jeder weiß, dass es ein schwieriges Spiel ist. Ja, dann geht raus und weiter. Harakiri hier. Haut drauf. Noch mal versucht. Ja, okay. Das haben wir letztes Mal auch schon von ihm gesehen. Ich glaube, vor ein, zwei Spielen. Das müssen wir ihn auch mal abgewinnen, so ein bisschen. Aber jetzt erstmal Paderborn. Etwas ungenau reingehört von Hofmann. Aber Dedic kann den Ball Richtung Tor kriegen. Spalic hat aber keinerlei Probleme. Verpasst dem Jungen endlich die 70. Er hat's verdient. Ist unser Keeper, unser Stammkeeper. Den werden wir auf jeden Fall auch mit in den zweiten nehmen und auch behalten erstmal. Ich weiß nicht. Na, Wodka verlängert einen Einwurf zu Nimci. Der ist alleine vor Steppe. Und schießt knapp am Tor vorbei. Und ich wollte schon sagen, und schießt den rein. Mann! Mensch doch! Das dürft ihr doch nicht machen mit mir. Mein schwaches Herz vom Trainer hier. Mann, Cottbus weiter hier. Ecke links, Starzev. Eckball, leichte Beute für Steppe. Oder Stiepe. Ich weiß nicht, wie der Name richtig ausgesprochen wird. Oder Steppe bestimmt nicht. Das ist kein Apostroph. Dedic geht im Strafraum zu Boden. Das macht er eh zweimal. Gibt aber eh keine Elfer. So, seht ihr? Das ist immer dasselbe. Den können wir das schon auswendig. Die können wir uns auf den Arsch tätowieren lassen, diesen Spruch. Olovna lässt sich da den Ball vielleicht von Grechikin abjagen. Er hätte abspielen sollen. Ja, das stimmt. Aber wahrscheinlich die Kommunikation auf dem Platz war eher so negativ. Adam Bodi jetzt für Piosek. Noch rein. Das müsste ein Ungar sein. Aber das juckt uns wenig, denn wir haben die nächste Chance. Der Schuss von Nimci wird abgeblockt von Tim Sebastian. Eckball für uns. Darüber sind wir stark. Starzev. Ecke durch Starzev. Baba J prüft Steppe. Dieser Arsch. Schön gemacht. Trotzdem. Ihm gönne ich das ja, ne? Also richtig. Wir sind voll konzentriert. Wir gehen behutsam voran. Wir wollen das. Wir wollen das einfach. Florian Ruck jetzt noch rein für Bertels. Komm rein da. Die Gangart wird rauer vom Paderborn. Die wollen jetzt ordentlich Druck machen. Und die kriegen jetzt auch ihre Chance. Der Ball kommt zu hoch vors Tor. Aber er ist eine leichte Beute für Spalic. 70. Gegenzug. Neumann taucht plötzlich dann von Stipper auf, der Schatz zu schießen. Licht ihn doch ab. Scheiße. Das ist schade, echt. Da würde ich ihm mehr gönnen und mehr zutrauen. Vucinovic jetzt für Schachten noch rein. Ja. Die Fans feuern ihre Mannschaft jetzt nochmal so richtig an. Und die sollen auch nochmal draufgehen, Jungs. So, wir nehmen mal Vucinovic raus. Und bringen nochmal Weidlich rein. Er ist noch jung, der Pole. Der ist noch jung aus dem Vietnam-Watt. Noch die Chance jetzt hier. Riesenchance. Na, Wodka-Spiel, Mustergüttinlauf von Olovnia. Der befördert den aber auf die Tribüne. Alles klar, dann gehst du jetzt auch raus. Mal Platz für Viteriti. Der kommt dann noch rein für die letzten 5 Minuten. Aber warte mal, machen wir nichts jetzt. Tolle Flanke von Viteriti. Neumann ist noch mit den Haarspitzen am Ball. Kann ihn aber keine entscheidende Richtungsänderung mehr geben. Alles klar, wechseln wir ihn auch noch aus. Und dann gehen wir nochmal drauf. Versuchen wir es nochmal. Ja, das tut mir leid. Da kann ich jetzt auch nichts machen. Eine Minute Nachspielzeit haben wir. Und ist es Schluss? Es ist Schluss. Alles klar. Wow. Wichtiger Sieg für uns. Trainerin Müller musste im Stammbuch schreiben lassen, dass er und sein Team diesen Gegner offensichtlich unterschätzt haben. Siehst du? Ja, guckt euch mal diese Chance an. 15 zu 4. Hätten wir mehr Buden schießen müssen. Oh, wen schwächelt? 3 Points nur noch. Oha. Sehr schönes Spiel, auf jeden Fall. Baba kriegt wieder seine 2. Also der geht sowas von steil. Wir gucken uns mal das hier an bei ihm.
seine Durchschnittsnote hier gleich auch noch. Erstmal hier die 2,79 Gesamtlichtspiele und überhaupt Gesamt 2,83, das spricht für sich. Und dann die Durchschnittsnote von der 2,79. Ich hoffe, dass er wirklich... Das wäre zu geil, wenn der wirklich noch einen Stern kriegen sollte. Also, das wäre zu krass, ne? Starzef auch. Richtig geil. Den würde ich es auch gönnen. Und natürlich unseren Spidge auch. Super. Super einfach nur. Göttlich, was aus dem geworden ist. Hammer. Können wir immer noch froh sein, dass sich damals unser Meier verletzt hat. So, Frankfurt 3-1 gegen Duisburg. Halle 0-3 Niederlage gegen Kiel. Leipzig verliert gegen Bayern. Bremen gewinnt gegen Burghausen. Lotte gewinnt 1-0. Wichtiger Sieg gegen Jan Regensburg. Und die sind auf 5. Die waren auf 4. So, Fortuna Köln 1-1 Aalen. Das war schon mal gut für uns. Und dann haben wir gewonnen. Aue schlägt Wiesbaden. Danke nach Aue. Erstmal 3-0 gewinnt Saarbrücken gegen Dresden. Und Würzburger Kickers schlagen Hoffenheim mit 2-1. Das ist auch immer wieder schön anzusehen. Zweite Liga, Freiburg und Hannover ganz oben. Freiburg ist zurück in der Bundesliga, kann man einfach nur sagen. Knapp dahinter Hannover mit 55 Punkten, denke mal auch schon durch. Und das wird sich dann ausspielen zwischen Union und Nürnberg, denke ich jetzt mal, ja. Aber es kann ja noch was anderes werden. So, oh, Braunschweig schwächen aber auch ganz schön. Und wenn man so bedenkt, hier Rostock, ne, als Aufsteiger, die sich retten soweit, ne, waren auch mal eine Zeit lang ganz oben. So, und das kennen wir ja, dann gucken wir noch in die West rein. Ja, Aachen, ganz souverän, Freunde. Spieltagsstatistik. Kein Baba hier drin, das ist aber sehr schade. Mbalo. Carlos Mbalo, das ist doch von Dings hier, Palermo, ne? Ja. Krass, wie kann man, wie die sich immer solche Leute leisten können, das ist einfach grandios, oder? Oh, oh, jetzt kommen erstmal die Angebote, Freunde. Scheiße. Jetzt müssen wir aufpassen. So, hier machen wir erstmal die Aufstellung. Mhm. So. Das können wir so machen, das passt. Mhm. Basso hat alle erzielt, sehr schön. Burs zurück in der Jugendmannschaft, den können wir eigentlich nochmal in den Kader berufen. Du hast ja leider nichts gesagt, Jonas, schade. Wegen Vertragsverhandlungen. Hätte ich schon gern einen Vertrag gegeben. So. Super, alles klar, dann machen wir das mal so. 1-1, sehr schön. Ach ja, ich wollte ja gucken. Ich habe ja letztes Mal gar nicht geschaut, wie die so stehen. Oh, Jürgen Damm wechselt zu RB Leipzig. Oh, jetzt hier, Michael Wallner. Wir haben 180.000 geboten. Können wir da 220.000 bieten? Nein. 215? Nein. 210? Jawohl. Gebisser. Oh, da ist Dresden mit dran. Komm, dann bieten wir mal 190. Was? Beide gescheitert? Die haben doch mehr geboten. Scheiße. Oh Mann. Oh, und das Duell um Platz 1. Alter, was ein Spiel. Im nächsten Part wird's krass, Freunde. Da, ja, da müssten wir ja so und so viele Tore schießen schon. Aber das ist ja heftig. Wow. Schade, wir haben die beiden Spieler nicht bekommen, ne? Guck ich nochmal rein. Gebisser. Joshua Gebisser, wir haben ihn nicht bekommen. Dafür haben wir haben 190.000 geboten, das wäre direkt gescheitert. Ich habe ihn im Blickfeld. Und der, bei dem Wallner das gleiche. Nee. Nee, er ist das nicht, das ist der andere. Hier, er. Bei ihm das gleiche, ich habe doch mehr geboten. Komm ins Blickfeld. Freunde, vielleicht wird das alles dann anders aussehen, wenn man halt in der zweiten dann ist. 1-1, das ist super. Das ist ein super Ergebnis für die Mannschaft. Da gucken wir gleich rein. Darf ich jetzt nicht vergessen. So, Scouting abgeschlossen. Jean-Manuel Mbom. Mhm.
Hagen haben wir nicht drin. Gut. Guevara ist wieder da. B-Jugend gewinnt 3:0. Super Peso mit 2 Buben. Macht sich ganz gut. Nimchi hat Trainingsziel erreicht. Sehr schön, kann Beweglichkeit noch ein bisschen trainieren. So, Scouting abgeschlossen. Auf 10. 19 Jahre ZM, habe ich nicht die Position. Heise verlängert seinen Vertrag. Zwila. 59 mit 19, also das ist auch ein richtiges Talent eigentlich. Vitali Janelt. Schwierig. Wisst ihr was? Gut, dass ich den auch nicht im Dingen habe. Hätte ich auch nicht genommen. Van Beuten hat seine Beobachtung von Wien Wiesbaden abgeschlossen. Oh, da müssen wir auch mal gleich gucken. So. Oh, der Busch, der trainiert richtig gut, Totti, wenn du das siehst. Wenn du das siehst, du, dann leckst du die Finger. Eier wollte ich jetzt nicht sagen. Das hört sich auch ein bisschen zu krass an, glaube ich. So, ja, dann haben wir Guevara wieder da. Der ist ein bisschen formschwach, da würde ich sagen. Kann Zickert noch am Anfang nochmal spielen? Ja, so passt. Mhm. Hm. Ja, das sieht okay aus. Kann man so machen. Gut, dann würde ich hier nochmal reinschauen, kurz ein bisschen. Wer ist das denn? Können wir scouten hier? Einfach mal scouten. Blickfeld, aufs Alter schauen. Pedersen, Schäffler. Was ist mit Schäffler? Das wäre auch ein geiler Stürmer. Für die neue Saison. Dann könnte man sich ranholen, ne? Natürlich. Gucken wir mal nach hier. Schäffler. Schade. Machen wir mal anders ein bisschen. Wenn ich natürlich den Linner nicht kriege, was soll ich denn machen, ne? Der ständig immer ablehnt. Da müssen wir uns halt nach jemand anders mal umschauen, ne? Wir gehen mal großkotzig hier so rein. Gehen auf eine 60 und mindestens... Komm, wir hauen mal eine 68 da rein. Realistisch. Weniger als ein Jahr wird mir keinen kriegen, denke ich mal. Super. Dann machen wir das raus. So. Dann haben wir zwei Stück. Bobby Schobut und Ousmane Mané. Mané. 700.000, das ist unfassbar. Okay. Also raus damit und dann so. Das sieht doch schon mal besser aus. So. Wer ist denn er? Ist auch schon wieder so einer, wo du nicht weißt, wer das ist. Mal ein bisschen hier nach dem Geld. Furoholm. Schäffler. Wir machen das noch ein bisschen anders. Wir machen es mal so. Das ist immer so ein bisschen anders. So. Shiplock. 230.000. Also das liegt schon mal so alles so ein bisschen am Gehalt. Ne? Besser wäre es für uns, wenn wir uns wirklich in der nächsten Saison, wenn wir dann aufsteigen sollten, erstmal das machen sollen. Also mit den ganzen Sachen. Verpflichtungen und so. Aber wir schauen mal, was man da noch rausholen kann. Will ich das sagen? Jawohl. Wie geht's dir eigentlich? Hör mal. Machen wir weg. Wie geht's dir eigentlich? Jawohl. Jetzt gucken wir nochmal hier in die Karriere rein, bei der Sprache. Polnisch lernen wir jetzt nur im Moment, das ist gut. Ja, und dann die zweite Mannschaft, habe ich ja gesagt, hier. Ergebnisse. Oh, shit. Aber wenn wir das so sehen, wir haben noch die Chance, da rauszukommen. Vielleicht wäre das auch gar nicht so schlecht, wenn wir absteigen. Utaro. Was ist mit ihm denn? Können wir auch mal scouten, ne? $825.000 kostet er. Boah.
Niedfeld. Es gibt so viele diverse Stürmer, wo man einfach mal sagen kann, okay, den kannst du dir ranholen, der ist vielleicht nicht schlecht. Domenico Guana. Mhm. Na, mit Stärke 45 hier 12 Tore geschossen, immerhin, oder? Reichwein. Slavov. Ciane. Auch Ex-Spieler, glaube ich, von uns, ne? Glaube ich, ne? Ja. Tarsis Bonga. Mhm. Benjamin Förster, kenne ich auch irgendwo, ja, habe ich schon mal gesehen. Ja, da gibt es diverse, muss man mal schauen. Sehen wir uns dann gleich mal wieder im nächsten Part gegen Wiesbaden Top-Duell, Freunde. Also, ich bin heiß drauf, aber erstmal noch kurz verliehenen Spieler anschauen. Boah, das ist grandios, wie gut ist es an. Im nächsten Song werden hier mehr Namen stehen, würde ich sagen. Also bis gleich, Freunde. Haut da rein. Ciao.